Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinde Rade am Samstagmorgen zusammen mit dem Philipp, einen wunderschönen. Hallo. Ja, wir sind immer noch zu zweit, habe ich ja in der letzten Folge so gesagt. Wir haben erstens rechts oben weniger Geld, weil der gute Philipp den Tiefenlockerer gekauft. Genau, hat den Tiefenlockerer gekauft von Case, den kann ich mal ganz kurz zeigen, damit ihr wisst, was wir denn jetzt haben. Weil, ihr habt es ja gesehen, wir müssen uns... Kann ich den Akku mal verkaufen? Wie bringt denn der? Ich weiß, es sind 60.000 bestimmt noch. Warte, ich guck kurz nach. Also 20.584. Wie viel bringt der noch? 20.584. Da lohnt sich's nicht, den zu verkaufen, ehrlich gesagt. Wie viel haben wir für den ausgeben eigentlich? Keine Ahnung, guck ich dann gleich nach. Ja, aber wie gesagt, ich will jetzt die Horsch wegkommen. Wir haben in der Zwischenzeit das Horsch Package mit draufgenommen. Das Horsch Aggravation Baggage, da haben wir sie. Die wunderschönen Sachen, die wir uns dann holen werden. So, ich verkaufe jetzt mal das erste Teil. Zack, ups. Das reparieren wir auch nochmal. Und dann kommt das weg. Das andere werde ich schnell über das Menü verkaufen, weil das bringe ich jetzt nicht so schnell heran. Ne? Das wird das Ding hier. Weg. Passt. Dann haben wir wieder 421.000. Jetzt kommt die dicke Horsch. Da kommt schon das Ding hier. 270 P. 270 nur? Ja, moin. Okay. Von jetzt gekauft. Uhr, was? Oh, da ist das Ding. Was ist mit 270 Uhr? Nicht 270 Uhr. Ich hab nur gemeint, 270 nur. Nicht ach Uhr. So, und Leistung brauchen sie. Ja, genau. Was hast du jetzt eigentlich für eine gekauft? Die dickste Horsch mit 18 Meter. Oh. Und das hat mich halt so... Das hat mich... Oh Gott. Junge. Oh. Junge, du kommst um die Seite angeschoben, du. Oh. Ich hab... Fahr mal du. Ja, warte, ich lass dich. Ich schieb die weg, ey. Hallo. Danke. Hey, es geht doch nicht hier. Der Ding ist wirklich breit, ne? Ja, also der KI-Verkehr wird sich freuen. Oh, ach, die Leute werden schon auf Zeiten fahren. Ja. Aber man muss sagen, ich sieht gar nicht so un... Komm schon wieder raus. Oh. Ich wollte gerade sagen, komm schon da überhaupt raus. Anscheinend nicht so ganz. Ja, da, oh, da ist das Leute. Ey, wie kann man denn nur so blöd auf so blöden... Steinzaun hängen, damit alle vier Reifen in der Luft sind, ne? Ey, du kann auch bloß nicht fahren, ne? Also, ich bin hinter dir, ich sehe... Jo, wie, hä? Wie hast du es geschafft? Da bin ich schon über die Mauer drüber. Wie zum... schafft man das? Du blöd kann auch bloß nicht fahren. Ja. Das muss gelernt sein. Mhm. Jetzt hängt doch der... Tiefenlockerer drauf. Oh, nee. Ich bin Sondergast, ich fahre in der Mitte von der Straße. Jo. Shit, da kommt ein Auto. Ja. Einmal aufgekratzt. Zum Glück klappt sich der noch ein bisschen zusammen, ne? So lange er kann, ja geht. Das ist ja komplett scheiße. Die Dummel geht auf immer ein bisschen mehr rein, haben wir zum Glück noch was in unserem Lager. Aber der geht ja zum Glück 63, der Johnny. Jetzt wird's eng, ne? Nee, komm nicht rum. Bremse. Komm ich jetzt? Komm, ja. Ich werde da nicht reinkommen, ich fahr einfach hinten irgendwo ran. Ich werde nicht irgendwie von hinten. Da steht noch ein Johnny, ne? Ja. Also ein Mattresch. Komm ich vor dem Auto noch? Komm ich nicht. So jetzt aber. Der Flug schaut aber geil aus. Also der ist echt geil breit, ne? Also ja. Tiefen noch gemein. Der schaut schon brutal aus am Johnny dran. Mhm. Also. Und der zieht ihn auch locker. Locker, den würde deiner glaube ich ziehen. Ja, der braucht ja nicht viel, oder? Meinst, aber ich glaube ehrlich gesagt, weil der wirklich ein Anbaugerät ist, reicht einmal Vorgewende. Maximal zwei. Ja.
glaube ich auch. Alter. Gut. Der brüllt schon anders. Weil das wer ist ein Helfer H? Ich glaube, ich habe den Helfer aus Versehen kurz angemacht. Ich kann nicht aufmachen. Nee. So, also ganz schwarz raucht er nicht, wie wenn er 60 km/h fährt, aber schon. Er raucht. Boah, der hat einen Vorpacker. Geil. Der ist sogar animiert. Opa, geil. Ach, Digga. So, wunderbar, die ist voll. So, aber. Oha. Die ist, soweit ich weiß, keine Direktzeit, oder? Nö. Ich zeig's, die will mal kurz hier stehen lassen. Und dann sind wir schnappen. Haben wir überhaupt einen Grubberjager? Ja, wir haben den Amazone. Stimmt, genau. Den, wo ich mal versucht habe, mit unserem Fenster, mit meinem 724er zu ziehen. Ja. Das nicht gut abgegangen ist, ne? Nicht so wirklich, nee. Weil er braucht doch, glaube ich, 450 PS oder so. Oder 350. Ach, was? Niemals! Da war da nicht was? So, warte mal. Oh, Bremsen. Da. Der braucht bloß 400. Okay. Ich war nah dran. Nicht mal ansatzweise. 50 PS Unterschied. Junge. Ich bin hier gemobbt. Kann ich? Ich. So. Ey, der Johnny, ne? Ja. Da drehen einfach zwei Räder komplett durch, weil ich ein bisschen in geackertes Ding rein bin. Ne? Mach Alter, die sperren an, Alter. Flo? Ja. Komm, also steig mal in den Johnny ein. Ja, warte, ich bin gerade kurz im Feld 6 gefahren. Er bin zu gut wie die Lieber. Die sind zwar so Gewölbe auf beiden Seiten. Fahr mal ein bisschen. Fahr mal ein bisschen mit dem dann noch. Also ich flüge immer noch in der gleichen Breite. Hallo, hallo, gehst du bitte aus meinem Johnny raus? Das ist meiner. Oh Gott. Ich weiß, sieht aber nicht so gut aus, so gesund aus, ne? Kann ich nicht mehr hochheben, wenn er eingeklappt ist. Ja moin! Okay. Wie soll ich sie nochmal achten? Aber irgendwie der schaut brutal aus, oder? Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, warte mal. Und trotzdem noch Colli? Dann soll ich am Grubbern. Hat nicht mal mehr Colli. So. Warte mal, braucht die hier Pflügen? Was mach ich hier gerade? Wenn es irgendwo mal schmäler wird, ne, kann ich einfach mal zusammenklappen mit dem. Und einfach weiter pflügen mit der gleichen Breite und hast nicht mal mehr Colli. Ja, moin. Geil. So. Also mein Fan sieht den Amazon easy auch ohne Allrad. Aber mit denen 8,5 Metern, also. Ja, aber den Flug zieht der Johnny auch easy ohne Allrad, aber der hat zu viel Leistung, damit die Räder gleich durchdrehen. Ja. Warum braucht er Allrad? Ja, sonst würde seine komplette Leistung nicht auf den Boden bringen. Da bräuchte er Ken. Ja. Ich könnte vielleicht, soll ich? Nee, ne. Den Modder fragen, ob er mir den in der RX umbaut. Alter. Ja, gut. Ich weiß nicht. Ob das so gesund ist. Ach, wir haben ja noch die Kartoffelfeld-Mission. Ja, und die Zuckerrüben auch noch. Also unsere Zuckerrüben. Die Zuckerrüben habe ich nicht vergessen, aber die Kartoffeln. Hm. Habe ich jetzt auch nicht mehr dran gedacht, wenn die, ne? Wenn ich so die Kamera absieht, einfach oben rechts nicht was, die Geld haben uns heute.
Also, Helfer, pass auf, er ist ein Tier. Ja. Viel Spaß. Der ist jetzt erstmal die nächsten 5 Stunden dran beschäftigt, das Feld zu fliegen. Der steht da drüben und hupt. Der Johnny ist am anderen Ende vom Feld. Hallo! Der denkt sich nur ungefähr. Oh Gott, da drüben steht was ganz dickes. Ich halt am besten jetzt schon, hup mal. Wahrscheinlich nehmen sie die Gedanken gerade zu safe. Dafür, dass der Case so lange schon geackert, ne, hat der noch voll viel Tank eigentlich. Ja. Der ist ein spritsparender Bubi. Ich wollte gerade spritsparender Bubi sagen, ne. 65, 66 Liter pro Stunde. Ja gut. Ob das ist so spritsparend ist, weiß ich nicht. Oh, ich lasse ihn nicht verstehen. Unangenehm. Ja, das geht ja. So, fahren wir nochmal drüber. Dann stellen wir morgen nach. Wir wollen uns aber erstmal richtig, dass ich überhaupt ein Vorgewende habe. Ich fahr mal den Unimog an, ne? Der stört ja kurz. Ja. Kann man da am Händler rumstehen? Mit dem Wasserfass hinten dran, du. Nehmen könnt ihr wieder hinten noch mit. So. Vorsicht, bin ich zu schnell. Um die Kurve in die Hofeinfahrt. Ja, das passt. Wie geht's eigentlich unseren Tieren? Ich glaube, ich habe mich darum zu letzten Mal gekümmert, ne? Ja. Wir haben die Milch gehabt. Ah, die brauchen noch Wasser, oder nicht? Nee, haben sie. Haben sie genügend Milch hier? Wir haben Mist verkauft. Es ist wieder der gleiche Haufen wie vorher. Ich weiß. Das ist nicht mehr normal, was die da hinballern, ne? Wohl nee, nicht ganz. Der zweite Haufen ist bloß angefangen. Okay. Dann geht's ja noch, ne? Hallo! Die Uni mag, tut aber auch nicht mehr den Rückwärtsgang rein, ne? Ja, ich auch nicht mehr der Jüngste, ne? So, meine Mama macht hier mal GPS. Zack, zack. 8,3 Meter, ja, ich glaube, das kann ja stimmen. Ne, ich würde gerne kurz so machen. Ja, die Arbeitsplatte passt aber nicht ganz. Das sieht schon besser aus. Das sieht sehr gut aus. Wunderbar. So stellt man sich das vor. Aber die brauchen Kalk. Also Sebi weiß dann, was er zu tun hat, ne? Der Kartoffelernter steht. Okay. Wunderbar, das funktioniert so wie es soll. Der. Ich bin gerade dabei, um vom Hof ein bisschen aufzuräumen. Der erst, ja, kann schon mal gleich dich erstmal schnell um den Puma kümmern, also um Case zu bereden. Und der Kartoffelernter ist auch nicht so ganz bei seiner Arbeit. Er steht in der Ecke. Der hat keinen Fahrer, der Arme. Der Johnny macht das ohne. Ohne Zabern und Probleme. So.
Und so. Also das heißt, wenn dann in der dritten Folge Haufen die Sebi da ist, da kann sie sich gleich dann um die Felder kümmern, die zu kalken. Ich mache ihm sogar extra nochmal den Fend voll mit Kalk. Boah, da würde er sich freuen. Eindeutig. Aber dass der... Er hat 6 Stunden auf dem Fend, also... Er hat sich gelohnt, der Black... Beauty, Bounty, ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es ja nicht, wie man die ausspricht. Alter Klump. Was? Das ist wenn ich es nicht rausbiebe, gibt es in den Kommentaren schlimme Stimmen. Beziehungsweise böse Stimmen. Ja, von YouTube. Ja, bei YouTube schreibst du darunter. Oh nein. Warte mal, willst du sagen? Ich hab eine Idee. Warte mal, ich hab die Matrix gehackt. Hat YouTube einen eigenen YouTube-Kanal? Keine Ahnung. Schreib's im Ding-Kanal. schreib's in LS-Chat. Was? Also, was YouTube schreiben würde, oder wie meinst du? Nein, was du sagen willst, zu Fend. Ich? Ja, du wolltest doch irgendwie. Nee, eigentlich. Du wolltest doch irgendwas sagen, wo ich gesagt habe, der ist Klump oder so. Ja, dass in den Kommentaren bösen Stimmen von einer bestimmten Person geben wird. Ach so! Ich glaube, die Person weiß, wer gemeint ist. Ja, Grüße gedreht. Ja. Ist ein guter Freund. Aber mal ganz ehrlich, dafür, dass es eine Pflegebereifung hinten drauf war, zieht der echt schön nach. Also, ich finde es vorne ein bisschen arg leicht. Fällt mir gerade auf mit dem vollen hinten dran, aber egal. Ja. Haben wir nicht nur irgendwo im Ofen Gewicht rumliegen für die Schlepperdreieck? Ja, aber zum Kalkstreu. Einfach mal ausgestiegen, kann man mal machen. Ich hab's mitgekriegt. Jetzt hat Kurs vielleicht während der Kurvenfahren geruckelt. Aber noch alles. Bin auch in der Kurve gewesen. Aber zum Kalken. Oh, die Bremsen dürfen mal nachgestellt werden. Ja. Beziehungsweise nachgeschaut, wenn da überhaupt noch was drauf ist. Doch, doch, das glaube ich schon. Hm. Also machen Fahrziel, man weiß es nicht. Wie sehr die Bremsen da in Mitleidenschaft gezogen werden. So, das Fitzel hat dann immer noch mit. Passt. So. Drehen. Wo ist denn der Kartoffelshow? Da, bist ja! Ganz da stehst du bloß rum, ha? Oh Mann. Der hat auf jeden Fall Bock zu arbeiten. So, gucken wir ganz kurz. Der arbeitet. Warte, wie viel Prozent von der Mission haben wir? 74, es geht voran. 24, nee, das lohnt sich nicht. Alter, hier ist noch Zeug, ne, auf der anderen Seite. Boah, es gibt halt auch richtig krasse Trash-Missionen, ne? Echt? Okay. Habe ich jetzt noch. Bei der 36. Ey, ich hab mich ja so gefreut, dass wir auf Feld 4 fast fertig sind, ne? Auf der anderen Seite ist halt dieses eine Eck da noch da. Ach so, ja.
Und ganz unten und oben sind auch noch, aber das kann der Helfer noch machen, das sind relativ gerade Bahnen. Ich hab's doch früh genug gemerkt, Leute. Ich so, wann ist hier so ein Hügel, Alter? Wie viel Prozent haben wir überhaupt schon? 74. 75. Habe ich mich verguckt? Ey, Flo! Feld 29. Hast du Bock? 29? Als Mission? Ist eine Mission für 25.000. Achso, Kartoffel, oder? Vielleicht. Feld 26. Ja, es sind, für zwei, es sind 33.000. Es sind nochmal zwei Kartoffelmissionen da. Na, Jungs, wer hat Bock? Mit Mock auf dem Bock, was? Nein. Oh, Mann. Das geht doch nicht. Doch. Dann mal eine Frage. Mag mich eine ablösen? Hm. Ey, das wird es. Ey, ich sag's dir, irgendwann wird's ein Multiplayer Community-Projekt. Drei Leute sind die ganze Zeit über Doppelmission machen. Genau. Traktor haben's keinen. Perfekt, so stell ich mir das vor. Mitspieler werden auf jeden Fall zahlreich erscheinen. Warum nicht? Ja. Sind da liebe Leute? Die wo geizig sind. Ja. Nein, nur Flo ist geizig. Es ist, Junge, der verbreitet hier nur Lügen, Alter. Oh nee. Gar nicht wahr. Was über dich. Leute, ihr seht, ich werde hier gemobbt, Alter. Nein, doch. Du doch nicht. Weil einfach bloß unter freundschaftlichen Spaß. Ja. Nicht falsch verstehen. Nee, ich glaube, das verstehen die Leute von mir nicht einmal. Ich glaube, das merkt man so ein bisschen. Was richtiges Mobben ist und was, ja. Helfer. Helfer D. Achso, du hast gerade ausprobiert, ob es jemand machen will. Ne? Aber das ist irgendwie. Ich ziehe mal den. Als ob die das da nicht machen wollen. Dieses kleine komische Eck hier. Zieh mal eine Bahn und dann setze ich einen Nommel an. Vielleicht mag er dann. Ja. Wie viel habe ich schon? Ja, die Hälfte knapp, ne? Die Hälfte ist knapp. Eigentlich würde es sich lohnen, CP zu downloaden. Das fällt dann einfach mal außerhalb mit CP. Ich muss sagen, ich habe das jetzt noch gar nie. Achso, so manch. Da sehen wir dann mal, dann einfach mal, dass CP Multiple funktionieren soll. Keine Ahnung, weiß ich, da können wir auch vielleicht mal schauen. Ja, aber nicht, wenn ein Problem ist, auf einem anderen Zwischenserver mal aus, weil falsch der dadurch down gehen sollte. Der Johnny steht da, der eine Madrasher Johnny steht da immer noch im Feld, ne? Er hat sich halt immer noch keiner dazu begnadigt, den zu runterzuholen, ne? Begnadigt? Ey, das ist super Karren, Alter. Boah, der Johnny ist aber hart am Arbeiten, ne? Der hat jetzt schon ein gutes Stück weg. Auch 8,5 Meter hinten dran hängt so und 205.000 PS, also nicht so, glaube ich, sogar oder Arbeitsplatz 25.000 PS. Mhm. Ey, das Auto hinter mir fängt zum Hupen an, nur weil der Drescher bis 40 läuft. Eier. Alter Schwede, zum Glück gibt es so einen Verkehr in echt nicht allzu oft. Sag das nicht laut. Okay. Also. Okay, ich hatte schon mal eine Begegnung. Also, ich hatte schon mal eine Begegnung. Begegnung mit einem Mercedes AMG, meinem Alter und meiner Frontladerkonsole auf der Straße. Unangenehm. Oh, unangenehm. Haben sich geknutscht? Fast. Zentimeter war noch vom war noch weg von der. Schade. Ne? Schade. Hashtag Schaden voll was. Ja. Aber Leute, ich mach. Ich glaube, Honda hat den Trick gemacht.
Nee, ich glaub's nicht mal. Aber Leute, wir sind für heute auch schon wieder fertig. Was da genau passiert ist, jetzt sehen wir in der nächsten Folge. Ihr müsst dann natürlich auch wieder einen Grund haben, in der nächsten Folge anzuschalten, ne? Mhm, klar. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, wir hoffen natürlich sehr, dass euch die Folge gut unterhalten hat. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, dann kommt jetzt der legendäre Spruch. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch auch keinen Cent. Den roten Button unten drauf haben, falls noch nicht getan. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst und... Ja. Das war's. Schaut bei Sebi vorbei, ist unten genau. In der Videobeschreibung. Er ist zwar nicht dabei, aber er ist auch zum Er hat's verdient. So, ja. Das war's soweit von dir. Ja. Ja, dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Samstag und sehen uns dann morgen zu zwei weiteren Folgen hier auf der Gemeinde Rade. Und bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast.